guten Morgen, liebe Gäste, liebe Kollegen. Herzlich willkommen bei uns im Entwicklungs- und Versuchszentrum im EVZ. Mein Name ist Desmond Bubeck. Ich leite hier die Abteilung für Powertrain Integration für den Versuch von Gesamtfahrzeugen. Ja, wir sitzen hier im Actros, der einen neuen Antriebsstrang erhält. Deutlich verbesserte Fahreigenschaften, deutlich verbesserter Fahrkomfort, mehr Fahrleistung auch und geringerer Verbrauch. Eine tolle Sache, da haben die Kollegen aus der Motoren- und der Getriebeentwicklung zusammen mit dem Versuch gute Arbeit geleistet. Das testen wir heute hier im Entwicklungs- und Versuchszentrum im EVZ. Mein Team und ich haben durch eine optimierte Aufladung und optimierte Verbrennung maßgeblich zur Verbrauchsreduzierung von bis zu 4% beigetragen. Und jetzt gehen wir mit dem Actros und dem neuen Antriebsstrang auf die Straße und testen das zusammen mit den Kunden. Das ist unsere zweite Testfahrt hier und der Eindruck ist absolut positiv, so wie sie es im November schon dargestellt hat. Die Jungs haben noch mal ein bisschen was rumgemacht an dem Ding, das Ding noch besser gemacht und somit sind wir eigentlich von uns aus, von der Firma Böpple, hochzufrieden mit dem, was wir heute gesehen haben. Merkst du aber schon beim Losfahren, ja, dass der ganz anders fährt wie der 51er? Neuer Retarder ist gut, Getriebe ist gut, Schaltverhalt ist sehr gut und Motorleistung auch. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.